Wunderschönen guten Tag, Herr Schlusspert. Lil Mayer ist am Apparat von der EFL Training. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Herr Schlusspert, wie weit sind Sie damit? Mit was? Es geht zum Onlinehandel. Mit Onlinehandel? Genau, Sie haben bei uns registriert. Okay, was meinen Sie denn da genau? Online-Handel, Handel zum Beispiel mit Krypto, mit Aktien und Sie haben Möglichkeit, damit Geld verdienen. Haben Sie es schon gemacht oder haben Sie gar keine Erfahrung in diesem Bereich? Nö, auch gar keine Ahnung. Von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich euch wieder eine super Anruferin mitgebracht, die, naja, ihr merkt es ja schon, nicht so wirklich vorstellen kann, was sie da eigentlich gerade am Telefon verkaufen will. Die Betrüger, die gehen jedes Mal davon aus, dass man eigentlich schon weiß, warum die eigentlich anrufen. Tja, nur steht das dann irgendwo, dass man eigentlich gleich einen Anruf bekommen wird. Und davon abgesehen, probieren die es auch einfach später immer nochmal, wenn sie einen nicht gleich erreicht haben. Und somit weiß man ja nicht unbedingt, dass man auch angerufen wird und ist erstmal als Anrufer verwirrt. Doch das interessiert die Betrüger nicht und die machen einfach weiter in ihrem Skript. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Von AFL Training. Aha. Okay, na, hier Schlusspunkt. Ich werde alles erklären, wie das alles funktioniert und was unser Angebot ist. Aha. Okay, zum ersten, wie Sie gesehen haben, die läuft minimale Summe ist 250 Euro. Und mit diesen 250 Euro, Sie können Ihrem offiziellen Handelskonto aktivieren und Handelsprozess anfangen. Und dann bekommen Sie Unterstützung von unseren Finanzexperten. Die machen alles für Sie. Ja, zum Beispiel fundamentalische, technische, statistische Analysen. Was bedeutet, dass Sie brauchen gar nichts zu tun. Und auch gar keine Erfahrung. Okay. Herr Schluchzer, haben Sie noch Fragen oder haben Sie damit einverstanden? Nö, ich verstehe nur Bahnhof. Schon interessant, dass mich die Betrügerin hier fragt, ob ich alles verstanden hätte bei dem Blödsinn, den sie da von sich gegeben hat. Tja, das ist irgendwie immer wieder das Gleiche mit den Betrügern. Die geben jede Menge Blödsinn von sich und ja, das muss dann auch gar keinen Sinn ergeben, sondern soll nur verwirren. Und der Kunde, der sagt wohl in der Regel, tja, aus Perplexität, einfach, ja, er hätte alles verstanden, weil er ja nicht dumm wirken will. Ja, und so geht das Spielchen dann weiter, bis die Betrüger euer Geld in der Tasche haben und sich dann danach entweder nie wieder melden oder nochmal melden, um nochmal ein bisschen Geld abzugrasen. Eins von diesen beiden Varianten ist es in der Regel dann immer am Ende. Bitte? Nein, verstehe ich nicht. Okay, dann stellen Sie bitte mehr Fragen. Was haben Sie nicht verstanden? Na alles, ich weiß gar nicht, worum es geht. Wie ich gesagt habe, es geht zum Online-Handel. Sie haben Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt zu handeln, mit Krypto oder mit Aktien und damit Ihre finanzielle Lage verbessern. Und Sie bekommen von unserer Seite Unterstützung von erfahrenen Finanzexperten. Sie haben mindestens 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Alles klar jetzt? Nee, überhaupt nicht. Okay, dann sagen Sie mir bitte, was haben Sie nicht verstanden? Ja, das alles, ich weiß gar nicht, was das ist. Was meinen Sie genau? Na alles, ich weiß gar nicht, was das da macht, was ich davon habe, was das soll, was Sie das, keine Ahnung. Okay, zum ersten, Sie aktivieren mit Ihrer Kreditkarte oder mit Ihrer Online-Banking, Ihrer offiziellen Handelskonto. Sie machen eine ganz normale Überweisung, zu der nur Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort Zugang haben. Ich meine, das ist Ihr eigenes Handelskonto. Und dieses Geld, Sie können Ihre, haben Sie schlechte Verbindung vielleicht. Der akustisch ist sehr schlecht. Genau. Ich höre meine Stimme zurück. Okay, na, zu der nur Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwortzugang haben und dieses Geld kann jederzeit abgehoben werden. Aha. Ja, und danach bekommen Sie einen Anruf von unseren Finanzexperten und dann werden Sie zusammen entscheiden. Wollen Sie mit Kryptohandel oder mit Aktienhandel, mit welcher Krypto, mit welcher Aktien und so weiter.
dann werden Sie auf dem Finanzmarkt Handelsprozess anfangen und Sie müssen nur wöchentlich zweimal kontrollieren, wie viele Gewinne haben Sie und so weiter. Wie ich gesagt habe, Sie brauchen dafür keine Erfahrung, keine Kenntnisse und so gar nichts zu tun. Ja, zum Beispiel, Sie können auch Probezeit nehmen, das ist 2 Wochen. Was bedeutet, dass Sie werden Ihr offizielles Handelskonto aktivieren mit Minisumme, aber Sie anfangen keine Handelsprozess. Sie werden versuchen, wie das alles funktioniert, aber Sie bekommen keine Gewinne und natürlich sind Sie auch gar nicht verloren. Aha. Okay, welches ist besser für Sie? Weiß ich nicht. Ich kenne mich ja da nicht aus. Okay, dann machen wir so. Jetzt können wir Ihr Handelskonto aktivieren. Dann bekommen Sie heute Anruf von unseren Finanzexperten und dann machen Sie Ihre sichere Entscheidung. Aha. Okay, normalerweise benutzen Sie eine Visa oder Mastercard? Nö, nee, sowas habe ich nicht. Okay, dann machen wir es mit eurem Online-Banking. Haben Sie PC oder Laptop? Was macht das für einen Unterschied? Bitte? Was macht das für einen Unterschied? Ja, wir machen eine ganz normale Überweisung mit Ihrem Online-Banking auf Ihr eigenes Handelskonto. Ja, aber wozu brauche ich jetzt da den PC? Sie können diese Überweisung mit Ihrem PC oder Laptop machen. Das ist ganz einfach aus Ihrem Handy. Nee, aber Online-Banking habe ich ja nicht. Okay, dann schalten Sie bitte mir einen Lautsprecher. Und dann? Dann ich werde per E-Mail unsere Daten schicken, meine Bankdaten. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Schule, L wie Ludwig, U wie Ulrich, S, K, S, E, Emil, C, ht@gmail.com, richtig? Nö, klingt irgendwie falsch. Okay. Dann buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Also die ganze E-Mail-Adresse soll ich buchstabieren? Bitte? Sie brauchen die ganze E-Mail-Adresse. Ah, was meinen Sie? Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse und per E-Mail Sie bekommen unsere Bankdaten. Okay, also buchstabiere ich Ihnen jetzt meine E-Mail-Adresse? Genau. Okay, aber die ist ganz lang, ne? Okay, na, benutzen Sie vielleicht WhatsApp? Nee. Okay, dann buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Moment, ich muss die mal raussuchen, das muss ich selber ablesen. So, da habe ich sie. Tja, sie wollte es so haben und sie bekommt es. Das Spielchen mit dem Buchstabieren. Okay. So. Das ist dann, also ein H. Okay. Ein A. Anton, meinen Sie? Dann ein R. L wie Ludwig. Ein T. Okay, wie Theodor. Ja. Ein M. Wie Martha. Ein U. O, wie Ulrich. Ja. Ein T. Theodor. Ja. Dann Punkt. Punkt. Dann ein S. S wie Samuel. Ja. Dann ein C. Cäsar. Ein H. H. Ein I. I wie Ida. Ja. Okay. Dann ein M. Wie Martha. Ja, dann noch ein M. M. Ein E. Emil. Ja, ein L. Ludwig. Ja, dann ein D. Dora. Ein O. Otto. Ja, ein E. Wie Emil. Ja, ein N. Wie Nordpol. Ja, ein E. Emil. Ja, ein R. Was meinen Sie? Anton? Nee, ein R. Richard. Ja. Okay. Dann ein Punkt. Punkt. Ja. Dann ein V.
Paul? Wo? Okay, Ulrich? Nee, Otto. Otto, okay. Mhm. Dann ein N? Nordpol? Ja, dann ein Punkt. Punkt? Dann ein Z? Cäsar? Ja, nee, ein Z keine Ahnung. Okay, Moment. Z, meinen Sie Z? Ein Z, ja. Wieso? Ja. Und dann ein U? Okay. Ein H? Okay. Ein A? Ja, Anton? Ja, ein U? Okay. Ein S? S, wie Friedrich? Nee, S. S? Ja. Samuel? Ja. Okay. Dann ein E? Emil? Ja. Dann ein Punkt? Haben Sie? Ja. Dann ein M? Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Naja, habe ich doch gesagt, die ist ganz lang. Okay, M? Ja. M Martha? Ja. Dann ein I? I wieder? Ja, ein T? Theodor? Ja, dann wieder ein Punkt? Punkt? Ja. Dann ein B? B wie Bertha? Ja, ein R? Anton? Nee, ein R. Richard. Ja. Und dann ein A? Anton. Ja. Dann ein U? Ulrich. Hm. Dann ein S? Samuel. Ja. Dann ein E? Emil. Ja. Dann ein Ad-Zeichen. Okay. Dann ein M? Martha. Ja. Ein D? Dora. Ja. Ein C? Cäsar. Ja. Noch ein C? Cäsar. Ein F? Friedrich. Ja. Ein U? Ulrich. Ein N? Nordpol. Ja. Und dann ein Punkt? Punkt. Und dann DE. Die M. Okay. Dann warten Sie bitte an die Leitung. Ganz kurz. Ah, okay. Vielleicht das ist falsche E-Mail-Adresse. Nee. Herr Schulz-Speck, ich werde es buchstabieren nochmal. Ja. H wie Helmut, A wie Anton, L wie Ludwig, T wie Theodor, M wie Martha, O wie Ulrich, T wie Theodor, Punkt, S wie Samuel, S wie Schule, I wie Ida, M wie Emil, E wie Emil, L wie Ludwig, Dora, Otto, Emil, Nordpol, Emil, Richard, Punkt, von, Punkt, zu Hause, Punkt, mich, Punkt, B wie Bertha, R wie Richard, A wie Anton, O wie Ulrich, S wie Samuel, E wie Emil. Ich höre Sie nicht. Bindestrich? Nee, kein Bindestrich, ein Ad-Zeichen. Hallo? Ja, bitte. Ja. Okay, Entschuldigung. Dann M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, C wie Cäsar, E wie Friedrich, U wie Ulrich, N wie Nordpol, Punkt F. Ja. Richtig? Mhm. Genau. Okay, ich habe es schon gesendet. Können Sie Ihre E-Mail überprüfen? Haben Sie es bekommen? Ich mache mal schnell den Computer an. Mit Handy. Nee, da habe ich das nicht drin. Okay, dann können Sie einloggen. Ja, der Computer fährt gerade hoch. Herr Schulz-Speck, sagen Sie mir bitte ganz ehrlich, wollen Sie es machen? Sie haben eine Chance-Möglichkeit, ja? Ja, na klar. Okay, dann bitte können Sie vielleicht andere Lösungen finden.
Ja, mein Computer fährt doch hoch. Habe ich das schon angemacht? Nein, loggen Sie bitte mit Ihrem Handy. Nee, mit Handy geht es nicht. Okay, und Sie haben auch keine WhatsApp? Nee, sowas benutze ich Können nicht. Können Sie es herunterladen in Ihrem Handy? Nee. Das ist ganz einfach. Ich werde Ihnen dabei helfen, wenn Sie es wollen. Ja, aber da brauchen wir noch ein Handy, was das kann. Ich werde per WhatsApp unsere Bankdaten schicken. Ich dachte per E-Mail. Ja, aber jetzt können Sie nicht Ihre E-Mail einloggen. Ist das richtig? Nee. Okay, wenn Sie es können, bitte einloggen. Naja, habe ich doch gesagt. Ich mache erstmal meinen Computer an. Ich habe falsch verstanden. Entschuldigung, ist sehr schlecht akustisch. Haben Sie schon Ihre Computer eingeschaltet? Ja, ist gleich soweit. Okay, ich warte an die Leitung. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie Ihre E-Mail überprüfen. Okay, wie weit sind Sie damit? Ja, ich suche gerade nach der E-Mail, aber es ist scheinbar noch nicht da. Okay, Moment. Okay, ich habe noch eine gesendet. Aktualisieren nochmal. Okay, haben Sie noch keine E-Mail bekommen von mir? Es lädt noch. Schon wieder alles voll mit Spam hier. Okay. 21 GB Datenmüll. Okay, na, Herr Schulkschwester, sagen Sie mir bitte, was ist Ihr Ziel, finanzielles Ziel? Weiß ich nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, und so, damit wollen Sie versuchen, wie das alles funktioniert, ja? Tja, sogar noch nicht. Habe ich richtig verstanden? Ja, weiß ich nicht, mal gucken, aber hier kommt auch keine E-Mail an von Ihnen, also ich habe immer noch nichts bekommen. Okay, ich habe offizielle Invoice geschickt. Wenn Sie wollen, ich kann es buchstabieren. Was denn? Unsere IBAN. Achso, ja, Moment, dann mache ich mir hier mal was zum Schreiben auf. So, dann sagen Sie mal. Okay, IBAN ist D. Mit Deutsch. Und ein D, Genau. 3, 5. Eine 3 und eine 5. Genau. 1. Ja. 0, 1. Ja. 0, 1. Ja. 0, 1. Ja. 5, 1. Ja. 9, 7. Ja. 9, 5. Ja. 6, 4. Ja. 2-0. Und welche Bank ist das? Was haben Sie mir gefragt? Welche Bank ist das? Nur Bank. Ja, und wie heißt die Bank? Nuri Bank. Was? Nuri Bank. Oder Nuri Bank, genau. Aha. Okay, na, können Sie es wiederholen? Eben. Ja, also D und dann 3-5. 1-1-0-1-0-1-0-1-5-1-9-7-9-5-6-4-2-0. Genau. Okay, na dann, was brauchen Sie weiter? Aber die IBAN ist nicht korrekt, da ist ein Fehler drin. Okay, ganz kurz bitte. Und was schreibt hier? Was? Ja, Moment bitte. Demnach haben Sie mit der großen Buchstaben ja geschrieben. Ja, das spielt bei der E-Bahn keine Rolle.
Ja, genau. Okay. Okay, Herr Schulz-Specht, ich werde mit unserer technischen Abteilung verbunden, okay? Und Sie werden weiterhelfen. Mhm. Okay. Hallo? Ja. Schönen Tag, Matteo Costa am Apparat from AFLplanning.com. Herr Herbert, ja? Nee, Herr Schulz-Specht. Sehr gut. Also, können Sie mir sagen, wie weit sind Sie jetzt? Ja, die Frau wollte mir die IBAN-Nummer durchgeben, aber die ist falsch. Okay, dann machen wir noch einmal, okay? Also, in IBAN schreiben Sie bitte mit großen Buchstaben D wie Dora, E wie Emil, 3, 5, und, Moment, danach kommt Leerzeichen. Bei einer IBAN? Nee, da kommt kein Leerzeichen. Leerzeichen, also es teilt diese IBAN mit verschiedenen Teilen. So, jetzt und geht dann sie. Kommt die Solaris Bank. Wie bitte? Die Solaris Bank. Okay, kein Problem. Ist das hat richtig? Genau. Ja, dann, also, dann passt die IBAN jetzt. Also, dann 11 01 dann noch einmal 01 und noch einmal 01. Also, danach 51 97 95 64. Ja. Und 20. Ja. Okay, ist das richtig jetzt? Jetzt passt es, ja. Sehr gut. Also, jetzt ich buchstabiere PIC. Ja, die habe ich ja schon. Okay, können Sie mir sagen? Ja, so SOBKDEB23X. Nein. SOBK. Na, habe ich doch gerade gesagt. Okay, kein Problem. Dann Verwendungszweck ist Service. Und was haben Sie in Empfänger gegeben? Da gab noch gar nichts. Okay, dann ich buchstabiere Sie. M wie Martha, A wie Anton, R wie Richard, I wie Ida, S wie Samuel. Ja. Danach, S wie Samuel, P wie Paula, U wie Urlich, L wie Ludwig, noch eine L wie Ludwig. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Betrag ist 245 Euro. Und versuchen Sie es bitte. Also, wenn Sie überweisen diese Summe, wir brauchen Einzahlungsbeleg, Überweisungsbeleg. Machen Sie bitte Screenshots. Und danach ich buchstabiere mein Mail. Wo Sie können diese Beleg senden, okay? Okay, sehr gut. Jetzt sprechen Sie mit Handy? Nö, Festnetz. Okay. Ja, schönen guten Tag. Hallo? Ja, genau. Ja, ich möchte einen Finanzbescheid melden von einer IBAN-Nummer. Ich gebe Ihnen mal die IBAN-Nummer durch. DE351101010151979596420. Ja, 245 Euro soll ich hier überweisen für so eine Trading-Betrugsseite. Ja. E-Mail habe ich schon rausgeschickt mit den Daten. Genau, ich wollte Ihnen das nur nochmal sagen, dass Sie die E-Mail gleich bearbeiten. Okay. Ja, gerne.
Ja, das war's schon. Danke. Tschüss. Ja, mittlerweile Standardprozedere. Man weiß ja schon, was man machen muss. Und die Formulare, die habe ich einfach schon fertig. Ich muss einfach nur noch die Adresse der Bank eingeben, also die E-Mail-Adresse und die Daten, die ich gerade bekommen habe. Copy-Paste und schon hat sich das Ganze erledigt. Tja, und schon sind die Konten an die entsprechenden Banken gemeldet. Was da nachher im Hintergrund passiert, kann ich euch nicht sagen. Ob die Banken das für bare Münze nehmen und sich wirklich darum kümmern, das weiß ich leider nicht. Allerdings habe ich meinen Soll als anständiger Bürger getan und habe diese Kontonummer gemeldet. Und ich dachte mir hier, ich mache es einfach mal direkt im Gespräch. Mittlerweile sammeln sich auch einige Telefonnummern, wo man schon direkt anrufen kann. Denn die meisten Banken haben hierfür spezielle Hotlines. Da ruft man einfach an und das Thema ist erledigt. So, also das Konto von euch ist dann gleich gesperrt. Wie bitte? Ich sage, euer Konto habe ich gerade sperren lassen. Was bedeutet das? Ja, das Konto wird eingefroren. Hallo? Ein Moment bitte. Mhm. Was haben Sie gesagt? Entschuldigen, meine Verbindung war sehr schlecht. Ja, das Bankkonto, das Sie mir genannt haben. Ja? Das habe ich sperren lassen. Okay, und was bedeutet das sperren lassen? Ja, das sperren lassen bedeutet, ihr kommt nicht mehr an das Geld ran. Das ist gesperrt, das Konto. Das liegt auf Eis. Gesperrtes Konto? Ja, euer Bankkonto. Das Bankkonto, oder was du mir gerade durchgesagt hast, das habe ich jetzt bei der Solaris Bank sperren lassen. Okay. Ihr kommt dann nicht mehr an das Geld ran. Okay, dann, wir können mit anderen Möglichkeiten das machen. Haben Sie Visa oder Mastercard? Tja, irgendwie scheint es bei dir an was zu fehlen, ne? Wie bitte? Ich habe das Bankkonto der Polizei gemeldet. Okay. Es ist gesperrt. Ihr bekommt von diesem Konto kein Geld mehr. Okay. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, was passiert ist, das ist, dass ihr Betrüger seid und ich dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung mache. Ich habe das Bankkonto sperren lassen. Bevor Sie das sagen, bitte überprüfen in dieses Jahr. Also, wir arbeiten sehr lange schon am Finanzamt. Ja, genau. Wetter nicht. Okay, Herr Herbert, ich verabschiede Ihnen. Schön. Tschüss. Ja, viel Spaß noch. Nee, also der Polizei habe ich das Konto nicht gemeldet, sondern hier der Bank. Die Bank weiß darüber Bescheid, was auf dem Konto läuft und von wem ich das Konto bekommen habe. Wie schon bereits erwähnt, ich habe hier mittlerweile schon kleine vorgefertigte E-Mails. Da brauche ich eigentlich nur noch die E-Mail-Adresse der Bank eintragen und die IBAN-Nummer. Und schon wissen die zumindest Bescheid. Was sie dann am Ende daraus tun, das ist nochmal eine andere Geschichte. Zumindest habe ich es irgendjemandem gemeldet und es weiß schon mal jemand Bescheid, dass irgendwas mit diesem Konto nicht stimmt. Spätestens wenn sich noch weitere Kunden dort melden, sollte das Ganze irgendwann mal zur Überprüfung kommen. Ob das Ganze nachher überprüft wird, das kann ich leider nicht mehr bestätigen oder auch nicht nachvollziehen, da hier natürlich auch keine Auskunftsrechte herrschen, ist ganz klar. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.